Ein 5-Zoll-Smartphone für gut 100 Euro, das ist das Lumia 535. Und es hat noch eine weitere Besonderheit. Welche das ist, das sehen wir gleich. So, und wer sich schon wundert, das ist eine sehr große Verpackung. Ja, das ist nicht die Verkaufsverpackung, aber speziell für diesen Anlass hat Microsoft hier ein Testpaket gepackt. Und was drin ist, das sehen wir hier. Erstens, Microsoft steht hier. Und tatsächlich ist das hier das erste Lumia-Handy. Wir sehen es hier in farbenfroher Verpackung. Hier ist nochmal für die Tester ein grüner, passend farblich ein Kopfhörer mitgeliefert. Die Besonderheit hier steht zum ersten Mal auch Microsoft hinten drauf. Und hier vorne auch Microsoft, also das erste Lumia mit dem Namen Microsoft hier. Der Vorgänger 530. Nicht nur deutlich kleiner, sondern hier oben stand noch die alte Marke Nokia drauf und hinten war das nur dezent eingeprägt. Für alle Nokia-Fans, die müssen sich damit jetzt abfinden, dass auch vom Smartphone-Markt dann die Marke Nokia verschwindet. Hier sieht man schon mal die Unterschiede. Das Lumia 530, das im Moment schon für 70, 80 Euro im Handel zu haben ist, hat ein 4-Zoll-Display, Auflösung 840 x 480 effektiv. Und das ist hier, er hat die Auflösung mit 960 hier in der Höhe. Das heißt, es ist deutlich mehr Pixel. Natürlich auf einer großen Grundfläche mit 220 ppi ist die Schärfe aber noch in Ordnung. Und ja, wenn man es hier direkt im Vergleich sieht, das Lumia 530 war ja nicht so wohl gelitten wegen des doch recht dunklen und fahlen Displays. Das ist hier schon ein bisschen besser. Auch wenn es von der Seite spiegelt, also ist so ein Mittelding zwischen den etwas teureren Geräten, dem Lumia 630, was so 120, 130 Euro anfängt, und eben dem hier unter 100 Euro. 5-Zoll-Display, das ist im Moment die Größe, die bei Smartphones angesagt ist. Ein weiterer Unterschied zum Vorgänger: Hier gab es keine Frontkamera, es gab auch hinten keinen Blitz. Hier ist nicht nur ein 5-Zoll-Display, sondern auch eine 5-Megapixel-Frontkamera und auf der Rückseite auch eine 5-Megapixel-Kamera mit Blitz. Also in der Hinsicht ist da eher eine Vollausstattung drin. Man kann damit Selfies machen, da ist auch eine extra Selfie-App vorinstalliert. Man kann Videotelefonate führen, man kann sogar aus laufenden normalen Mobilfunktelefonaten auf Skype wechseln, on the fly, na, wenn das Gegenüber eben auch ein Windows Phone mit aktueller Software hat. Ist ein Gimmick, ich weiß nicht, wer das dann wirklich nutzt, aber wer Skype verfallen ist, der wird sich vielleicht darüber freuen. Ein wichtiger Fortschritt ist der Arbeitsspeicher, das sind 1 GB, während es bei den Vorgängergeräten dieser Preisklasse nur 1,5 GB waren. Das hat den Vorteil, dass man auch bei mehreren Apps relativ flüssig hin und her wechseln kann und auch alle Spiele, wenn sie neu auf den Markt kommen für Windows Phone, dann gleich laufen und nicht extra in einer Variante für 1,5 GB RAM runtergeschraubt werden müssen. Der Prozessor ist ein Snapdragon 200, der ist also nicht ganz so leistungsfähig wie der Snapdragon 400. Der Unterschied ist allerdings nicht wirklich spürbar. Manchmal beim Scrollen hat man vielleicht so den Eindruck, dass es nicht ganz so super schnell ist. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Windows Phone auch in der geringen Hardwareausstattung relativ flüssig läuft. Nur wenn man Apps startet oder so, dann merkt man halt schon, dass es ein bisschen langsam ist. Das ist klar. Ja, was auch wichtig ist, der interne Speicher ist mit 8 GB bereits für einen Einsteiger recht gut gefüllt. Man kann eben noch mit Speicherkarten bis zu 128 GB nachrüsten, sodass man dann nachher auch jede Menge Apps auf der Speicherkarte installieren kann, neben Musik und Filmen. Apropos Filme, ja, im Gegensatz zu den vielen anderen Lumias kann man hier keine HD-Filme speichern, sondern nur Filme in einer etwas kleineren Auflösung, also passend zum Display. Ja, was man noch sagen muss, bei Apps, das ist praktisch alle Apps, die so gängig sind, verfügbar sind. Speziell für Teenager, für die das ja auch in der Bereich so 100, 120 Euro interessant ist, mag es allerdings sein, dass wenn man da immer die neuesten sozialen Netzwerke drauf haben will, dass man da manchmal an Grenzen stößt. Zum Beispiel von Snapchat gibt es nur eine Alternativ-App vom Drittanbieter. Der offizielle Snapchat-Client ist aber noch nicht verfügbar. Und ja, auch so exotischere Messenger wie FireChat für die Leute, die damit täglich umgehen, das gibt es nicht. Immerhin gibt es die in Deutschland angesagten Messenger Threema und Telegram, also die sicheren Messenger, und neben WhatsApp.
sodass eigentlich die Basisausstattung durchaus in Ordnung ist. Schauen wir uns nochmal die Hardware an. Das hier ist halt die grüne Variante, die hier hell glänzend ist. Es gibt noch andere Farben, blau, orange, weiß und dunkelgrau. Und eine Besonderheit ist, dass man hier natürlich die Gehäuse wechseln kann. Das heißt, wenn man sich farblich umorientieren möchte, dann kann man hier eine andere Schale einfach für 10 bis 15 Euro erwerben, die draufpacken und die dann hier draufstecken. Hier sieht man den Einschub für die Micro-SIM-Karte, hier der Einstieg für die Micro-SD-Karte und der Akku, der ist auch einfach wechselbar, auch für längere Nutzungsdauer eine Sache, die ganz praktisch ist. Nach 2 Jahren ist der Akku dann hinüber und dann kann man ihn auswechseln. So, trotz dieser doch günstigen Preislage ist das Ganze eigentlich recht ordentlich verarbeitet. Also hier wackelt eigentlich nichts. Ja, es gibt sicher hochwertigere Gehäuse als hier dieses glänzende Plastik. Manche Farben sind übrigens für den, der es mag, auch im Matt gehalten. Also zum Beispiel das Blaue ist matt. Das mag dann ein bisschen gefälliger sein. Ist letztlich Geschmackssache. Für 120 Euro ist das Lumia 535 ein interessantes Angebot für Einsteiger in die Welt der Smartphones, die eben alle Funktionen inklusive Selfies und Videotelefonie mal austesten wollen und vielleicht auch hin und wieder surfen oder eben mit WhatsApp unterwegs sind, YouTube-Videos anschauen. Wer jetzt richtig voll das als vollwertiges Business-Handy nehmen will, der wird sicher mit der Performance über Dauer nicht zufrieden sein. Ebenso ist die Kamera eben sozusagen die Hauptkamera von der Qualität nicht top, aber bei Tageslicht in Ordnung und die Aufnahmen von der Frontkamera sind mit 5 Megapixel richtig gut, sodass es für Teenager und Selfie-Fans durchaus auch ein interessantes Angebot ist.